Ich möchte jetzt über die Anschlagverfahren des Vollbrückenwechselrichters sprechen. Das heißt, wir wollen jetzt anhand einer Simulation uns anschauen, wie die Grundfrequenztaktung, die Phase-Shift-Steuerung und diese Sinus-PWM jetzt dort funktioniert im Vergleich auch zum Halbbrückenwechselrichter. Dafür habe ich jetzt hier mal die Schaltung vorbereitet von diesem Vollbrückenwechselrichter. Das heißt, wir haben hier die vier Schalter S1 bis S4 hier als relativ ideale Schalter realisiert. Das heißt, wir können hier mal draufklicken. Das sind jeweils so definierte Halbbrücken, die jetzt Widerstände haben, die Schalter von 10 Milliohm und die Dioden sind ideal, haben eine Flussspannung von 0 Volt und plus einen differentiellen Widerstand von 0,1 Milliohm. Das heißt, diese Halbbrücken, die ich dort eingesetzt habe, sind relativ ideal. Hier unten erzeuge ich dann das Schaltsignal. Das heißt, tatsächlich habe ich hier so einen kleinen PWM-Modulator als Bauelement. Dahinter verbirgt sich auch wiederum nur ein Komparator. Das heißt, hier wird das Eingangssignal verglichen mit dem dreieckförmigen Trägersignal hier in einer Frequenz, die man als Parameter setzen kann. Das hier sind jetzt die Standardwerte. Ich habe aber, glaube ich, außen die 100 Hertz plus als Frequenz angesetzt und V-High und V-Low sagen aus, dass jetzt das Dreiecksignal einen Pegel hat zwischen 0 und 1 Volt. Das heißt, dass wir wissen, in welchem Bereich unser Referenzsignal liegen muss. Jetzt wollen wir uns das angucken. Das heißt jetzt, ich habe jetzt hier rechts die Zeitverläufe über so grob eine Periode dargestellt, dieses Vollbrückenwechselrichters in Grundfrequenztaktung. Wir sehen hier Ansteuersignal von S1 und S3 jeweils. Achtung, die sind jetzt identisch mit denen von S4 und S2. Das heißt, S1 und S4 sind gleichzeitig eingeschaltet. Das heißt, hier oben eigentlich auch V von S4 als Ansteuersignal, genauso wie hier V von S2. Immer dann, wenn jetzt S1 und S4 eingeschaltet sind, wird die Spannung UA hier den Wert der Eingangsspannung UE haben und die Spannung UB nach Masse an diesem Pfad wird 0 Volt haben in diesem ersten Zustand. Das heißt, tatsächlich kriegen wir am Ausgang eine Spannung hier UA minus UB von UE minus 0 Volt, also gleich UE, was unsere Lastspannung wäre. Die ist jetzt hier unten dargestellt. Das heißt, in diesem ersten Schaltzustand kriegen wir hier, wenn wir eine 400 Volt Eingangsspannung haben, hier jetzt 400 Volt an die Last gelegt. Wenn jetzt aber im Gegensatz dazu S2 und S3 eingeschaltet sind, dann werden wir auf der rechten Seite hier die Spannung UE kriegen und auf der linken Seite bei der Halbbrücke aus S1 und S2 bestehend 0 Volt und dann haben wir hier eine Lastspannung von 0 minus UE, also minus 400 Volt und damit sehen wir tatsächlich ohne so einen kapazitiven Mittelpunkt und ohne den Koppelkondensator kriegen wir hier doppelt so hohe Werte wie bei der Halbbrückenschaltung, wenn wir die einzeln als Wechselrichter einsetzen. Dort war die Ausgangsspannung UD halbe und minus UD halbe. Jetzt haben wir hier UD bzw. die Zwischenkreisspannung positiv und negativ, wenn wir das rausschalten und wir sehen also im Prinzip derselbe Verlauf wie bei dem Halbbrückenwechselrichter mit dem Unterschied, dass wir jetzt halt die doppelte Spannung kriegen und wenn wir jetzt so eine ohmsch induktive Last haben und hier jetzt diesen Strom IL1 betrachten würden, sehen wir, dass der jetzt abschnittsweise mit so Exponentialfunktionen bestimmt durch die Zeitkonstante aus L und R ansteigen und dann wieder abfallen wird. Wir sehen auch hier bei der Grundfrequenztaktung, dass jetzt das Ausgangssignal und das Schaltsignal dieselbe Frequenz haben. Das heißt tatsächlich, wenn wir jetzt hier einzeichnen, die Grundschwingung, dann wird die hier einen Maximalwert haben, 4 durch Pi hier mal UE. Das heißt, wir haben auch hier den maximalen Modulationsgrad. Das heißt, wir hätten hier 4 durch Pi mal 400 Volt. Und diese hat jetzt dieselbe Frequenz wie die Schaltfrequenz, mit der die Transistoren angesteuert werden. Als zweites möchte ich jetzt diese Phase-Shift-Steuerung betrachten. Das heißt, ich habe jetzt hier denselben Vollbrückenwechselrichter wie vorher auch wieder aus den zwei Halbbrücken aufgebaut. Die erzeugen wieder die beiden Spannungen UA und UB. Jetzt aber mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier unterschiedliche Ansteuersignale kriegen werden. Das heißt, ich werde jetzt hier eine PWM haben für die Schalter S1 und S2 und eine zweite PWM für die Schalter S3 und S4. Aber diese werden jetzt zeitverzögert angesteuert. Das heißt, das schauen wir uns jetzt auch mal an in der Simulation. Dann habe ich jetzt die Ergebnisse hier rechts dargestellt. Ich habe jetzt hier auch wiederum bloß die Ansteuersignale von S1 und S3 dargestellt, wie vorher auch. Tatsächlich S2 und S4 werden wieder komplementär sein. Was jetzt die Besonderheit ist, dass wir jetzt hier an der Stelle nicht S1 und S4 zum Beispiel gleichzeitig anschalten, sondern dass wir eine gewisse Verzögerung haben. Das heißt, im Prinzip takten wir beide Halbbrücken jeweils mit 50% Tastverhältnis, so wie bei der Grundschwingung, aber nicht so, dass jetzt sozusagen S3
dann einschaltet, wenn S1 ausgeschaltet ist, sondern wir haben jetzt hier dazwischen eine gewisse Phasenverschiebung, ja, irgendeinen Wert, nennen wir den mal Beta, um den jetzt die Halbbrücke rechts verzögert gegenüber der Halbbrücke links einschaltet. Das ist ein Steuerverfahren, das eigentlich nur geht bei diesem Vollbrückenwechselrichter, bei dem Halbbrückenwechselrichter geht das nicht. Wenn wir jetzt die beiden Brückenspannungen anschauen, sehen wir natürlich, diese beiden Brückenspannungen werden die Spannungen zweier Halbbrücken sein, aber verschoben auch um diesen selben Winkel Beta. Das heißt, hier links, lila dargestellt, hätten wir die Spannung UA der Halbbrücke. Wir schalten hier aber zwischen UE und 0 Volt, also hier zwischen 400 Volt und 0 Volt runter, so wie bei der normalen Halbbrücke. Und rechts haben wir dann die Spannung UB der rechten Halbbrücke, auch hier zwischen 0 und 400 Volt hin und her geschaltet, aber jetzt um diesen Winkel Beta verzögert. Hier ist das genau ein Viertel der Periode. Und was kriegen wir dann als Ausgangssignal? Das Ausgangssignal ist wieder die Differenz UA minus UB über der Last. Das heißt, hier diese Spannung UA minus UB ist unsere Lastspannung. Und dann haben wir hier jetzt immer dann einen weiteren Schaltzustand, wo wir 0 Volt am Ausgang kriegen. Und zwar genau dann, wenn die beiden Halbbrücken rechts und links dieselbe Spannung ausgeben. Das heißt, betrachten wir hier diesen Zustand. Die erste Brücke schaltet einen Halbpegel raus, die zweite Brücke schaltet einen Lowpegel raus. Also kriegen wir UA 400 Volt minus UB 0 Volt 400 Volt am Ausgang raus. Dann durch diese Phasenverschiebung schaltet die rechte Halbbrücke ein Viertel der Periode später ein. Wir haben jetzt auf beiden Seiten 400 Volt rausgeschaltet, also 400 Volt minus 400 Volt ergibt 0 Volt. Und wir haben jetzt hier so einen dritten Schaltzustand und entsprechend, wenn die ganze Periode durchgeht, sehen wir, dass wir dann hier die Spannung sozusagen gegenüber dem Wert bei der Grundfrequenztaktung reduziert haben, weil wir nur in diesem Bereich, wo dieser Phasenverschiebungswinkel Beta ist, wir eine Ausgangsspannung kriegen, die von 0 verschoben ist. Wir haben sozusagen von diesem ursprünglichen Wert, das ist mal hier ganz grob eingezeichnet, diese Spannung hier sozusagen so verzögert der zweiten Halbbrücke, dass wir hier diesen Anteil an Ausgangsspannung verloren haben, sowohl bei der positiven wie bei der negativen Halbwelle. Und damit sind wir jetzt aber in der Lage, mit dieser Phase-Shift-Steuerung, das heißt der Phasenverschiebung zwischen den beiden Halbbrückenzweigen, hier die Amplitude der Ausgangsspannung einstellen zu können. Das möchte ich jetzt auch noch ganz kurz im Skript betrachten. Hier habe ich das nochmal dargestellt, die beiden Spannungen UA und UB und auch diese Phasenverschiebung, mit der die jetzt sozusagen angesteuert werden. Hier ist sie nur anders definiert sozusagen als die Überlappungszeit, die wir dort haben. Und tatsächlich, wenn man jetzt ausrechnet, sehen wir, wir können die Effektivwerte dieser Ausgangsspannung berechnen, aber auch den Grundschwingungsanteil, wenn wir hier für die nth harmonische hier n gleich 1 einsetzen. Das heißt, das hier ist die Berechnungsvorschrift für die Fourier-Koeffizienten. Kriegen wir für die Grundschwingung, das heißt hier n gleich 1, 4 durch Pi mal UD mal Cosinus Beta halbe. Und wir sehen hier, bei der Grundschwingung hatten wir die Amplitude 4 durch Pi mal UD. Der Cosinus liegt zwischen minus 1 und plus 1, wird also hier einen Wert betragsmäßig kleiner als 1 haben, dass diese Amplitude jetzt bei dieser Phase-Shift-Steuerung oder Schwenksteuerung gegenüber der bei der Grundfrequenztaktung reduziert ist. Das heißt, was wir jetzt hier gewinnen gegenüber der Grundfrequenztaktung, ist die Möglichkeit, dass wir über diesen zusätzlichen Parameter, diese Phasenverschiebung, die Amplitude der Ausgangsspannung einstellen können, damit den Effektivwert der Lastspannung oder, wenn wir so wollen, auch den Grundschwingungsanteil, die Amplitude der Lastspannung. Jetzt möchte ich hier auch noch auf die Sinus-PWM eingehen bei dem Vollbrückenwechselrichter. Und ähnlich wie wir durch diese Phase-Shift-Steuerung jetzt eine zweite Einflussmöglichkeit haben, werden wir auch sehen, dass bei der Sinus-PWM jetzt hier eine Unterscheidung nötig ist zwischen der sogenannten bipolaren und der unipolaren Sinus-PWM. Dazu möchte ich kurz aufzeichnen, wie die erzeugt werden, und dann gucken wir uns wieder eine Simulation an. Die bipolare Sinus-PWM wird analog sein wie beim Halbbrückenwechselrichter. Das heißt, hier haben wir auch den Vergleich eines Sinus mit einem Referenzsignal. Das heißt, wir können hier wieder so aufmalen. Ich habe einen Komparator. Am Plus-Eingang würden wir unseren Sinus anschließen, unser Referenzsignal. Am Minus-Eingang hätten wir wieder unser Trägersignal, dreieckförmig UTR von T. Und der einzige Unterschied, den wir jetzt haben, ist, dass wir am Ausgang
nicht bloß die Signale einer Halbbrücke erzeugen mit dem resultierenden Ausgangs-PWM-Signal, sondern dass wir hier die Signale S1 und S4 direkt mit diesem PWM-Signal erzeugen und die Signale S2 und S3 mit dem invertierten PWM-Signal, was wir haben. Das heißt hier, wenn das hier positiv ist, kriegen wir hier genau diesen invertierten Verlauf dazu. Und ansonsten werden wir hier das gleiche feststellen wie bei der Grundfrequenztaktung. Das heißt, es wird sich nur gegenüber dem Halbbrückenwechselrichter die Amplitude verdoppeln. Ansonsten werden wir hier zwischen zwei Spannungsleveln hinterher schalten. Das heißt, die Lastspannung springt zwischen UE und minus UE. Und das wollen wir jetzt uns angucken in der Simulation. Das heißt, ich habe das jetzt hier dargestellt. Das heißt, wir sehen jetzt hier den Vollbrückenwechselrichter wie vorher auch bei den Simulationen. Jetzt werde ich hier das PWM-Signal erzeugen, indem ich ein zeitlich veränderliches Referenzsignal hier drauf gebe. Das heißt, ein Sinus mit einem Offset von 0,5 und einer Amplitude von 0,45 bei 100 Hertz. Die Schaltfrequenz sei 1 kHz. Und es wird wieder verglichen mit einem Trägersignal, das zwischen 0 und 1 Volt variiert. Ansonsten, wie gerade dargestellt, hier direkt mit der PWM die Signale von S1 und S4 erzeugt und mit dem invertierten Signal S2 und S3. Und dann habe ich jetzt hier mal rechts die Verläufe der Ausgangsspannung, der Lastspannung, den errechneten Wert der Grundschwingung und hier unten den Verlauf des Laststromes dargestellt. Das heißt, dass wir hier sehen, die Ausgangsspannung wird jetzt hier, wie gesagt, proportional zu der Grundschwingung zwischen 400 Volt und minus 400 Volt hin und her springen, also doppelt so groß sein wie bei dem Halbbrückenwechselrichter mit Sinus-PWM. Wir sehen auch hier, wir haben nur diese beiden Spannungslevel. Der Mittelwert des PWM-Signals trägt wieder die Information über den Momentanwert dieses Ausgangssignals. Und was man auch vielleicht sehr schön sieht, dieser Ausgangsstrom ist jetzt schon einigermaßen sinusförmig. Das heißt, wir haben schon eine deutlich Sinusähnlichkeit auch in diesem Strom drin, weil dieses Ausgangsfilter bestehend aus Induktivität und Widerstand eine Tiefpasscharakteristik bezogen auf den Strom hat, sodass wir tatsächlich von einem gut geglätteten Stromverlauf ausgehen können und näherungsweise damit rechnen können, dass der Stromverlauf am Ausgang sinusförmig ist. Das war also die bipolare Sinus-PWM. Demgegenüber gibt es auch noch die sogenannte unipolare Sinus-PWM. Dort werden wir jetzt zwei Referenzsignale haben, und zwar einmal das Sinussignal und einmal das invertierte Sinussignal, wieder verglichen mit einem Träger. Das heißt, von der Schaltungsstruktur, so ein Modulator, sieht das ähnlich aus. Wir brauchen aber zwei Komparatoren. Und wir werden jetzt sozusagen für jede Halbbrücke getrennt ihr eigenes PWM-Signal erzeugen. Das heißt, dieser obere Komparator wird das PWM-Signal erzeugen, zum Beispiel für die linke Halbbrücke. Das heißt, für den Schalter S1 direkt, für den Schalter S2 das invertierte Signal. Und der untere Komparator erzeugt die Signale für S3 und S4. Und am Eingang werden wir jetzt Folgendes haben. Das Trägersignal wird in beiden Fällen das gleiche sein. Das heißt, wir werden hier in beiden Fällen auf den Minuseingang unser Trägersignal draufgeben. Wieder dreieckförmig mit dieser Amplitude UTR Max. Auf die positiven Eingänge hingegen werden wir jetzt unterschiedliche Signale geben. Und zwar werden wir einmal das Signal mit minus 1 multiplizieren, um jetzt am oberen Komparator das normale Sinussignal zu kriegen und am unteren Komparator das invertierte Signal, also ein Minus-Sinus. Und dann wollen wir uns angucken, was jetzt passieren wird. Tatsächlich werden wir gleich in der Simulation sehen, dass jetzt hier die Halbbrücken unterschiedlich angesteuert werden. Das heißt, ähnlich wie bei der Phase-Shift-Steuerung eigentlich Phasen verschoben. Das heißt, wir sehen hier, okay, S3 wird um 180 Grad sozusagen phasenverschoben angesteuert werden zu S1 und entsprechend werden wir einen anderen PWM-Signalverlauf kriegen. Und was wir auch sehen werden, es wird zu einer, in Anführungszeichen, Frequenzverdopplung kommen und wir werden eine Lastspannung haben, die zwischen drei Werten hin und her springt. Das heißt, springt zwischen UE, 0 Volt
und minus UE, und zwar derart, dass während der positiven Halbwelle des Referenzsignals nur zwischen UE und 0 Volt hin und her gesprochen wird und zwischen der negativen Halbwelle zwischen 0 Volt und minus UE, und deswegen nennt man das auch unipolare Sinus-PWM, weil wir sozusagen keine bipolaren Spannungslevel mehr benutzen, um das Ausgangssignal zu konstruieren, sondern nur noch jeweils entweder nur positive und 0 oder nur negative und 0, je nachdem, wie der momentane Wert des Ausgangssignals sein soll. Dadurch werden wir sehen, kriegen wir eine deutlich geringere Welligkeit im Ausgangsspannungsverlauf. Und das wollen wir uns jetzt auch hier in der Simulation angucken. Ich habe das also hier wieder vorbereitet. Das heißt, wir haben hier oben wieder die bekannte Schaltung des Vollbrückenwechselrichters. Hier unten habe ich jetzt die Modulatoren aufgebaut, das heißt zwei PWM-Modulatoren, wo die Sinussignale um 180 Grad zueinander Phasen verschoben sind. Sehen wir hier an der Amplitude, das eine ist hat eine negative Amplitude, das andere eine positive, hätte auch hier eine Phasenverschiebung von 180 Grad eingeben können, aber ansonsten sind die gleich. Wir sehen jetzt hier jeweils ein Modulator erzeugt das Ansteuersignal mit Sinus-PWM, so wie bei der Halbbrückenschaltung. Das andere wird dann entsprechend phasenverschoben erzeugt, und dann schauen wir uns an, wie die Ausgangssignale sind. Dann habe ich jetzt hier rechts, ähnlich wie bei der Sinus-PWM, die bipolar war, also nur zwischen zwei Spannungsniveaus hin und her geschaltet hat, sehen wir jetzt hier den Verlauf für die unipolare PWM. Wir sehen sehr schön, ich habe wieder hier errechnet den Grundschwingungsanteil. Wir sehen sehr schön, die Information über den momentanen Wert der Grundschwingung steckt wieder in dem pulsweiten modulierten Ausgangssignal. Tatsächlich aber haben wir jetzt Folgendes: Die Ausgangsspannung wird sich durch diese spezielle Ansteuerung so ergeben, dass wir während der negativen Halbwelle des Ausgangssignals nur zwischen 0 und minus UE hin und her schalten und während der positiven Halbwelle zwischen 0 Volt und plus UE hin und her schalten. Und tatsächlich, dazu möchte ich jetzt die Spannungen UA und UB auch noch aufzeichnen, sehen wir jetzt hier auch noch, dass scheinbar sozusagen die Frequenz größer ist in dem Ausgangssignal als in diesen Halbbrückensignalen, die wir jetzt hier rechts und links der Last haben. Das heißt hier die Spannung UB der rechten Brücke, hier die Spannung UA der linken Brücke und die Lastspannung ist wieder die Differenz UA minus UB. Und wenn wir das jetzt genau betrachten, sehen wir, okay, tatsächlich zum Beispiel hier während dieses positiven Maximums, wir kriegen jetzt während einer Periode der Schaltfrequenz zwei Umschaltvorgänge, weil zwischendrin die andere Brücke auch einen Umschaltvorgang hat. Das heißt tatsächlich, bezogen auf die Ausgangsspannung an der Last, hat sich die Schaltfrequenz verdoppelt. Das hat jetzt Vorteile dahingehend, dass wir entweder die Schaltfrequenz reduzieren können, um dieselbe effektive Schaltfrequenz an der Last zu kriegen und damit die Schaltverluste in dieser Halbbrücke reduzieren können, oder aber, wenn wir mit einer höheren Schaltfrequenz fahren, dass wir dadurch eine noch weiter reduzierte Welligkeit kriegen bei gleichem Induktivitätswert hier an der Last. Weiter wird jetzt auch die Welligkeit des Laststromes reduziert, dadurch, dass wir jetzt nur zwischen 0 Volt und 400 Volt hin und her schalten und nicht mehr zwischen plus und minus 400 Volt. Das heißt, das Delta U, was wir dort an die Last schalten, wird jetzt hier auch klein. Das heißt, insgesamt werden wir deswegen hier, wie man sehr schön sieht, einen schon deutlich besseren Laststromverlauf kriegen. Wir haben zwar vorher schon gesagt, bei der Sinus-PWM, ja, das sieht schon fast aus wie ein Sinus, und hier sieht man mit dieser 3-Level-PWM, das wird tatsächlich schon deutlich besser werden an dieser.